Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 7, ach, ach, den 28.07.2020. Und ich habe Ihnen mal ein Foto von mir reingestellt, wie ich ja zum Montag vor dem DAX saß. Da ging ja gar nichts. Also, wir haben selbst über unseren Verteiler, ich glaube, drei Intraday-Up, vier Intraday-Updates zum DAX gemacht. Also, das ist schon verdächtig wenig. Da gab es nicht viel zu kommentieren. Wir haben uns die Zeit genutzt, haben ein paar andere Werte durchgeguckt. Kryptos mal ein bisschen durchleuchtet, Ethereum, Bitcoin, ein bisschen Gold mal durch die Leier gezogen. Aber hier war jetzt, ja, kein Blumentopf zu gewinnen. Wenn wir uns an gestern ein bisschen dran erinnern, hat man gesagt, also, hat natürlich unten jetzt die Chancen, hat unten den Trigger umgelegt, hat, ne, kann unten loslegen, 6,70 schon erreichen, 6,70 bis 6,40, das wäre durchaus drin gewesen. Das Go, das hat er gesetzt, das Signal ist auch gelegt, das bleibt jetzt auch erstmal nicht so, das ist so. Entweder er verwandelt das Signal jetzt, die Tage, oder er macht halt ein Fehlsignal raus. Aber um ein Fehlsignal rauszumachen, muss er halt wieder in den Keil zurück. Und da muss ich schon sagen, war es dann doch eher enttäuschend, weil es war nun schon fast offensichtlich, dass er ja unten raus das nicht gebraten bekommt zum Montag. Und da hätte ich schon eigentlich erwartet, dass die Käufer dann ein bisschen Motivation bekommen. Und DAX vielleicht mal an den Gap Close hier oben ranziehen, an die 9,95. Nee, da war an 900 Schluss hier oben an der Keilkante. Und haben wir dann auch schon gesagt, also wenn er das jetzt verpatzt halt, ne, das war glaube ich das zweite Update, was wir früh rumgeschrieben haben, haben wir gesagt, also wenn er das verpatzt, dann macht er halt eine Range zwischen 900 und 300 heute, ne, dann bleibt das dabei. Ja, und war dann halt auch wirklich so, ne, einfach nur noch zwischen 900 und 830 hin und her gependelt. Unten nicht raus, oben nicht raus, naja, nun steht er da. Die vergessen abzuholen hier so ein bisschen. Also reingekommen sind wir um die 850 rum, rausgegangen um die 880. 30 Punkte, dann muss ich Ihnen nicht mal einen Tagesschart zeigen, wie der aussieht. Das ist eine Kerze, die kann man eigentlich soweit sogar erstmal ignorieren halt, ne? Wichtig ist, wir sind nicht nach unten weggebrochen, aber wir haben halt da oben auch gar nichts geschafft. Und auch wenn Sie vielleicht die geschriebene Analyse gelesen haben, die es ja jeden Tag immer zum Video noch mit dazu gibt, insbesondere ja auch auf meiner Seite da. Wenn Sie sich da mal kostenlos registriert haben, sehen Sie ja jeden Tag dann da in Ihrem, ich sag mal, Dashboard, in Ihrer Home-Ansicht immer die aktuelle Tagesanalyse drin. Und dort haben wir ja auch verbal beschrieben, dass es wichtig ist, wie schnell der DAX hochkommt. Ne? Wie schnell sind diese Rückläufe? Weil wenn die zu langsam sind, ist das kein gutes Zeichen, weil das eher ein Indiz für einen Dreieck oder für eine Flagge oder irgendwas wäre. Und wenn er dann unten das mal auflöst, er dann halt wieder ein bisschen mehr Tempo aufnehmen könnte halt. Ne? Und für meinen Geschmack sieht das jetzt nicht nach einer impulsiven Trendumkehr aus. Also da kann ich 10 Leute fragen, die sagen, ja klar, nee, ist es nicht. Ja, es sind sehr viele skeptisch, was die Abwärtsroute angeht. Also ich habe das so wahrgenommen und habe ganz viel Widerrede bekommen, wobei ja für mich die Signallage eigentlich sogar relativ klar ist. Ne? Wir waren auch unter diesem Tief drunter. Also wir haben eine neue Tieffolge, wir haben ein tieferes Tief gesetzt, wir haben seit hier oben so und so tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Von daher ist es für mich schon recht, naja, ich will mal sagen, ich will nicht sagen, dass es eindeutig ist, aber die Chartlage muss ich als negativ werten und die Tendenz muss ich sogar auch als negativ werten. Und da fand ich es schon interessant, dass ganz viele so geschrieben haben, nee, Short, das kann nicht stimmen und das ist ja viel zu einseitig analysiert und sowas. Ich hätte schon gedacht, dass wir am Montag jetzt unten rausgehen. Also von der Stimmung, das hätte eigentlich auch gepasst halt, ne, weil so viele dagegen geredet haben. Bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Für mich, es bleibt zwar, es ist unverändert Situation so gestern, wir sind unterhalb des Keils, ne, also kann jetzt hier das Ding nach unten auflösen. Auflösen heißt auch ein paar Etagen dann tiefer gehen. Muss halt nur irgendwo den Impuls setzen. Kann auch mal zurückgehen, ein Pullback machen. Jetzt passt es natürlich zum Dienstag. Das haben wir gestern ja auch gesagt. Zum Dienstag wird es dann passen. Dann wird er genau Gap Close auf Pullback machen. Das heißt, zum Dienstag ist jetzt eigentlich so die 13.000, die 12.995 sehr interessant. Was macht er dort? Das wird interessant halt, ne? Knallt er da einmal dran und dann prallt er sich davon wieder weg nach unten. Hat er nämlich wirklich gute Karten, dann hier ein bisschen auf Strecke zu gehen halt, ne? Bleibt er da oben stehen, schließt er den Tag oder gar darüber, wird es wieder kritisch, weil dann wird es zum Montag nach oben gehen. Na, dann würde er noch die 13,80 schnappen, 13,15, 13,80, 13,15 und 13,80 und dann geht er auch höher, Richtung 12, 13,200 und sowas.
Ja, aber hier unten muss ich schon sagen, ist für mich wie gestern unveränderte Chartsituation. Wir sind noch unterhalb 880, 873. Die waren wichtig gewesen als Signalgeber unten raus. Da liegen wir noch, da sind wir noch, da sind wir auch nicht nach oben gekommen. Er hat die Chance gehabt, ja, das quasi aufzulösen, auszukontern. Finde ich jetzt nicht gelungen. Naja, er ist zwar nicht gefallen, aber er ist halt auch nicht richtig gestiegen. Ist einfach nur zur Seite geeiert und das auf doch recht tiefen Niveau. Wir sind nicht so viel höher, als wir Vortag rausgegangen sind. Ne? Das sind gerade mal 40 Punkte. Dann bin ich sehr gespannt. Also ich würde den unten noch nicht abschreiben. Oder ich persönlich schreibe ihn unten noch nicht ab. Und ja, würde mir jetzt oben noch ein bisschen diese Punkte angucken. Also wenn er es gleich früh macht, das ist schon die 69. Wenn er es zum Nachmittag bringt, das wäre es die 89. Und von dort mu müsste schon eine deutlichere Reaktion kommen, damit er unten raus noch ein bisschen was schaffen kann. Ne? Ziel bleibt auch hier unten, das bleibt alles unverändert, 6,70, 6,40 und später dann hier um die 12,400 rum. Aber dafür muss er halt auch ein bisschen loslegen, sich Stück für Stück halt einfach eine Etage wieder nach unten hangeln. Amerikaner ansonsten soweit eher stabil, ne? Auch wenn sie da so einen Nasdaq oder sowas gesehen haben, die sind schon deutlich wieder nach oben gekommen, trotz dass da 2 Wochen rote Wochenkerzen jetzt standen. Muss man auch ein bisschen im Blick behalten. Ne? War letzte Woche nicht anders, dann ist es auch noch eine rote Wochenkerze gekommen, aber das ist halt, da ist nicht viel Verkaufsinteresse da. Das muss man sagen, das hat man jetzt hier auch gesehen. Aber es war halt eben auch nicht einfach Kaufinteresse da, da wollte nur puppeln der Kerl. Ja. Von daher, wir lassen das so stehen. Unten die 8,30 ein bisschen im Blick behalten, oben die 900. Ich denke, damit kann man sich zum Dienstag ganz gut schon orientieren. Oberhalb von 900 haben wir halt Platz bis 69 und 9,95. Und unterhalb von 8,30 hätten wir dann Platz bis hier vielleicht nochmal 7,70, 7,50 rum und dann eben auch schon 6,95, 6,40, 6,70. Ja, die Knautschzone da einfach mal rein. Von daher, nehmen wir das einfach mit. Kann man hier so ein bisschen anpassen. So, in die Richtung halt, ne? Ein bisschen tiefer an. Und oben wäre jetzt hier eben der Pullback noch ganz interessant. Ne? Geht er höher, wäre es dann zu positiv. Ja, deswegen können wir es vielleicht so zeichnen. Und damit können wir auch das Video wieder recht kurz halten. Waren gestern auch einige erstaunt, warum es so kurz ist, aber nicht viel zu sagen. Passiert ja nichts. Ne? Steht hier einfach unten und teasert den noch nicht an hier. Den Keilbruch. Na, da ist schon noch Platz. Und die hinterher sehen Keilbrüche immer total geil aus. Ne? Aber habe ich ja auch gesagt. Es ist nicht immer ganz so einfach zu traden. Sieht hinterher aber super geil aus, weil die komplett dynamisch halt recht sauber dann durchgeht. Deswegen, ich behalte die noch offen. Für mich ist er noch aktiv. Für mich ist auch das Setup noch aktiv. Für mich ist das Szenario noch gültig. Jetzt würde Dienstag dann ein Pullback passen. Eigentlich brauchen wir den aber nicht, also muss nicht kommen. Deswegen ruhig ein bisschen aufpassen, wenn wir hier unten rausgehen sollten. Und mehr kann ich gar nicht sagen. Ne? Tagesschau brauchen wir nicht angucken, die Kerze ist nicht sagen. Die ist aber grün, hat einen grünen Kerzenkörper. Und dass ich es gesehen habe, wird es ein Doji sein mit grünen Kerzenkörper. So sehen Sie ja hier 100 Punkte Spanne bei 8,50 eröffnet, bei 8,80 rausgegangen. Kann ich Ihnen ganz genau beschreiben, wie die Kerze aussieht. Die hat nach oben 20 cm einen Docht und hat unten 30 cm, ne, sagen wir mal 40 cm eine Lunte dran, also Punkte. Und es steht innerhalb der Abwärts, also von daher ignorieren Inside-Kerze vom Vortag. Noch ohne Signalkraft. Ne? Wäre erst wichtig, wenn wir per Tagesschluss hier eben über dem vorherigen roten Kerzenkörper schließen würden. Ach kommen Sie, dann kann ich Ihnen auch im Tagesschart zeigen, wenn ich Ihnen das jetzt hier herleite. Ich würde bloß sagen, eigentlich braucht man da nicht drauf gucken, man sieht es auch so. Wenn er hier per Tagesschluss drüber schießen würde, ne, über dieser, was ist es hier, 9,40 oder sowas, Eröffnung 9,34, ja genau, 12,943, 12.943, wenn er da per Tagesschluss drüber geht, wäre das eigentlich ein Kontersignal, ein bullisches Kontersignal Richtung 13.100 dann. Ne? Ja, gut. Damit mache ich zu, wünsche Ihnen viel Erfolg zum Dienstag, drücke Ihnen die Daumen, dass hier wieder ein bisschen mehr Bewegung drin ist. Sind ja einige doch schon ein bisschen gelangweilt, aber für den einen oder anderen ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ne? Da kann man sich mal mehr auf die Tätigkeiten rechts und links daneben konzentrieren und hockt nicht die ganze Zeit hier nur vorm Chart. Das ist auch nicht immer so ganz gesund. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, maximale Erfolge und bis morgen. Tschüss.